Willkommen auf unseren Kanal Salonlesungen bei der Lesung Alma Karlin. Es lesen Christa Kern, Renate Gippelhauser, Manuel Girisch, Renate Woltron. Wir freuen uns über Spenden. Die Möglichkeit dazu finden Sie im Text unseres Kanalimpressums. Empfehlen Sie uns weiter. Die Lesungen bleiben online verfügbar. Gute Unterhaltung. Alma Karlin war eine Journalistin und zwischen den Weltkriegen die meistgelesene deutschsprachige Reiseschriftstellerin. Vor allem wurde sie durch ihre kurz nach dem Ersten Weltkrieg unternommene mehrjährige Weltreise und die darüber veröffentlichten Bücher bekannt. Alma Karlin, zu Laika, die Küchengattin. Durch die Wasser der terrassenförmigen Reisfelder schossen die Lichtstrahlen wie Goldfische. Den alten Sarong über die Knie hochgezogen, das Palmenstrohkörbchen mit den zarten Reisschößlingen am linken Arm, schritt die schmächtige braune Gestalt durch den leicht quacksenden Schlamm und steckte Pflanze auf Pflanze in richtiger Reihe und vorgeschriebenen Abstand in das heiße, zeugungsmächtige Nass. Durch die Gedanken, schmerzträge und Kismet gedrückt, irrten ins Vergangene, schlugen sich wund an dem grauen, verriegelten Tor des Zukünftigen. Der Wind spielte mit den jungen, unsicheren Halmen, verdoppelte ihr Bild im blauen Wasser, kräuselte die lichttrunkene Oberfläche, seufzte im Bambusheim, trieb blaugrün schimmernde Kiefer wie Elfenkanus vor sich her, bauschte das Alangalangras zu Garben und verschwand raunend, lispelnd, pfeifend, surrend im Dschungel der sacht ansteigenden Hügel, ohne von der gebückten Pflanzerin bemerkt worden zu sein. Ihre Augen sahen nur eine elende Carbonhütte mit wetterzerfressenem Dach, durch das in guten Nächten der Mondschein und in schlechten der Regen auf die ungleichen Bodenlatten fielen. Brüchige Wände, leere Töpfe und viele hungrige Mäuler, von den Geschwistern herab bis zum Hund, der eines Tages durch den wackeligen Zaun gekrochen und trotz aller Fußtritte und Verwünschungen geblieben war. Das Haus ihres Vaters. Zu viele Kinder für die kleine Savar, die nicht genug Reis gab. Zu viele Kinder für die wetterzerzauste Hütte, die ein paar Arme nicht instand halten konnten. Eines Tages, ihre Finger bohrten die Schößlinge hastig und ungleich in den weichen Schlammboden, war Abang Abdullah gekommen, hatte mit ihrem Vater Betel gekaut und blattgewickelten Tabak geraucht und hatte jedem Kind einen neuen Sarong geschenkt. Es war ein Ereignis gewesen. Gegen Abend, als sie unter einer Brennholzlast wankend an der kurzen Hausleiter vorübergegangen, auf deren oberster Sprosse Gast und Hausherr saßen, hatten sie die Worte gestreift. Sie scheint tüchtig zu schaffen. Wie ein Büffel, hatte ihr Vater mit Stolz erwidert und bekräftigend Betelsaft ausgespien. Am nächsten Morgen, als sie wie üblich aufs Feld wollte, hatte er es zurückgerufen und gesagt: Wir sind arme Leute. Sehr arme, Vater. Awang Abdullah hat viel Geld im Pfefferland. Er schenkte mir 100 Gulden. Wie Erdbeben an einem morschen Haus hatte Furcht an ihr gerüttelt. Ich habe versprochen, dich ihm zu geben. Du wirst seine zweite Gattin. Aber ihr Vater hatte es vermieden, sie anzusehen, denn sie beide wussten, dass Abdullah in Wahrheit nur ein Lasttier suchte. Mit 100 Gulden kann man allerlei anfangen. Und so klar wie damals sah sie den hilflosen Blick, der die schiefe, einsturznahe Hütte, die übergroßen, verlangenden Kinderaugen, die ewig leeren Töpfe gestreift hatte und am winselnden Köter hängen geblieben war. Da war aller Widerstand in ihr gestorben. Und sie war Awang Abdullah willenlos ins Pfefferland gefolgt. Ein tiefblauer Atlasfalter streifte Zuleikas Hand und flog weiter in die sonnige Einsamkeit. Frei. Er war frei. Durfte den Ort seiner Freude suchen. Stumpf, unbewusst,
Gewohnheitsgekettet stopften die Finger immer wieder Schößlinge in den Schlamm, während die Gedanken träge wie Schlangen über die Hügel des Erinnerns krochen. Bini Dabur, die Küchengattin. So nannten mich die wenigen, die sich überhaupt die Mühe nahmen, mir einen Namen zu geben. Tagsüber allein auf der Savar oder im Pfeffergarten, nachts auf der abgeschundenen Matte vor dem Herde, aus dem die langfüdrigen, dunkelbraunen Kakerlaken als nächtliche Räuber stiegen und die Haut um die Fingernägel und um die unbeschützten Zehen abknapperten, unter allen Leuten stehend, ohne Rechte oder Entlohnung, ohne Hoffnung, dieses Sklaventum je abzuschütteln. Reihe an Reihe wuchs unter ihren Händen, während an der flimmernden Wölbung der kupferfarbige Feind höher und höher stieg und mit seinen Goldnadeln erbarmungslos in die nackte Haut stach. Nie hatte sie gemurrt. Daheim war die Hütte wohl wasserdicht geworden und die Augen der Geschwister quollen nicht länger von ungestilltem Begehren über. Ein Mund weniger, der Reis forderte. Nie, bis auf heute. Der schneenasse Sarong, ein farbloses Ding, das ihr die Bini Ratu, die rechtmäßige Frau, einmal zugeworfen, klebte am Rücken und riss an der wunden Haut. Vorsichtig, mit leisem Gewimmer löste sie ihn, band ihn um die Mitte. Der freigewordene Rücken zeigte Furchen und Erhebungen wie frische Savargrenzen. Stockhiebe, die an diesem Morgen wie ein Tropenschauer auf sie niedergeprasselt waren. Die Sonne mit ihren 1000 Glühnadeln untersuchte die Striche. Es war alles eingetroffen, wie Allah es vorherbestimmt hatte. War sie frei? War es ihre Schuld? Vor 14 Tagen ungefähr hatte sie mitten in der Nacht eine Hand auf der ihren gefühlt und erwang Abdullahs Stimme, sonderbar ölig und anders als sonst, hatte leise ihren Namen gerufen. Erschreckt war sie emporgefahren. Ich bin dein Gatte, Zuleika, hatte er ihr zugeraunt und sie in seine Arme gezogen. Sie war sehr verlassen, sehr unglücklich. Und hier war jemand im Dunkeln, der sie begehrte, der sie jung und anziehend fand und der ihr Kuchen an den Mattenrand legte, wie sie solche bisher nur von Ferne und hoffnungslos ersehnt hatte. All ihre durchhungerten Kindheitsnächte tobten in unüberfüllbaren Wünschen nach leckerer Speise aus. Sie hatte sich nicht gewehrt, er war in allem ihr Herr. Nacht auf Nacht war er gekommen und ihre Lider waren schwer geworden von entbehrtem Schlaf. Draußen auf der Savar durfte sie nichts vernachlässigen, denn an heimischen Spähern und offenen Prüfern fehlte es nicht. Hatten ihre matten, verträumten Augen zuerst den Verdacht erweckt? Oder war Awang Abdullahs Geraune durch die dünnen Lattenwände zur Bini Ratu gedrungen? Ehe es tagte, war sie in die kleine, dumpfe Küche getreten und hatte den schweren Stock auf den Rücken der Liegenden herabsausen lassen, wieder und wieder, bis Wut und Arme erschöpft waren. Awang Abdullah hatte sich schweigend entfernt. Das waren Frauensachen, in die er sich nicht zu mischen wünschte. Die Bini Ratu waren in ihrem Recht. Hi, hallo. Der Ruf erscholl vom Savarand her, wo das letzte Dschungelunterholz Mittag verkürzte Schatten warf. Zwei Männer, ein schuhloser Patrollsoldat und ein Weißer, winkten gebieterisch. Scheu, unsicher und vom Gedanken beherrscht, unbedingt gehorchen zu müssen, stapfte sie durch den weißen Zehenschlamm bis zu den Fremden. Ihr Salam war wie das angstvolle Gurren einer eben gefangenen Taube. Nichts folgte und ihre Blicke schossen bestürzt empor. Alles Neue, Unerwartete im Leben wurde stets eine Pforte zu neuem Leid. Der Soldat betrachtete sie gleichgültig, wie man einen Wasserbüffel oder eine Ziege in Augenschein nimmt, doch die Augen des Weißen loderten ungeduldig. Sie glaubte ihn über ihr Tun irgendwie erzürnt, bis sie sich erinnerte, oft gehört zu haben, dass Weiße immer aussehen,
als ob ihnen ein böser Geist den Rücken wund schlüge, so finster und verdrossen. Für wen arbeitest du? Der Ton war beruhigend, entsprach nicht den finster gerunzelten Brauen. Leise antwortete sie, Wort für Wort, wie der Wind welke Blätter von den Zweigen treibt, wirbelte die Geschichte ihrer Erfahrungen im Pfefferland von ihren Lippen. Ganz sachte, so sachte, wie sie noch niemand angegriffen, drehte sie der weiße Turan herum, besah ihren striemend besäten, verschwollenen Rücken. Hatte dich denn der Adat gemäß geheiratet? Waren seine Freunde und Verwandten Zeugen? Hat der Imam in Gegenwart aller seinen Segen aus dem Koran über euch gesprochen? Nein, Turan. Dann bist du frei. Die Regierung erlaubt keine Sklaven. Und als er ihre Angst in den weit offenen, weltunkundigen Augen las, fügte er mit einem Lächeln hinzu, dass ihr wie Mondlicht auf Melati-Blüten schien. Er wird es nie wagen, dich mit Gewalt zurückzuholen. Willst du heim? Die Frage erweckte ein jähes Sehnen, das im Nebel der Sorgen verrann. Sie sind alle so arm daheim. Der fremde Turan nickte verstehend. Wenn du willst, werden wir dich nach Benkulen schicken, wo du dich als Babu verdingen kannst. Da hast du gute Kost, ein reinliches Schlafgemach und ersparst dir gewiss noch etwas von deinem Lohn, um den Deinen zu helfen. Turan! Es dauerte lange, ehe sie ganz begriffen, ehe sie den schmutzigen, nassen alten Sarong neuerdings unter den Armhöhlen geknüpft hatte und das Körbchen mit den welken Schößlingen am Dschungelrand lassend ihren beiden Rettern folgte. Ein blauer Atlasfalter schwang sich lebensfroh von Zweig zu Zweig, wippte freudeberauscht mit den großen, seidig schimmernden Flügeln, aber Zuleika beneidete ihn nicht länger. Sie war frei. Frei wie er. Freier. Denn in ihren Händen lag nun das Wohl, die Zukunft derer, die sie liebte. Und ihre schwarzen Augen glänzten wie mondgeküsste Saras. Alma Karlin aus Insulinde, der Hahn vom Heiligen Grab. Ganasoli riss an den Fingern, bis die Gelenke krachten. Ein Zeichen von Verlegenheit und von angestrengtem Nachdenken. 30 Gulden und für einen Hahn. Einen Hahn? Aber was für einen? 5 Vorfahren, berühmter Fechter, starke, zuchtreine Rasse. Der kauernde Javane strich dem Tier zärtlich über den grün schillernden Schwanz. Und außerdem ein Hahn, der nicht 100 Schritte vom heiligen Grab aus dem Ei gekrochen, geschenkt ist er, geschenkt um 50 Gulden. Glück klebt an ihm wie an einem Wasserbüffel der Schlamm. Ganasoli ließ die Finger zum Erbarmen krachen, während er nach dem grauen Stein hinschielte, auf dem die Sonnenflecken wie blitzende Augen hin und wieder zuckten. Und unter dem die Prinzessin Jemba begraben lag, die vor mehreren Jahrhunderten ausgezogen war, um sich dem Prinzen Prabhu Pravijaja von Majapahit als Gemahlin anzutragen. Und die als Einsiedlerin hier in Danjungan verblieben war, sobald sie vernommen hatte, dass der Prinz einem fremden Glauben angehörte. Natürlich war das Grab über die Maßen heilig und er hatte ja schon in Ehrfurcht beide Handflächen daran gedrückt. Und der Hahn, wertvoll, aber wenn seine junge Frau erführe... Ehrlich betrachtet habe ich kein Recht, den Hahn zu zeigen, murmelte Alip Chaka, der Händler, vor sich hin. Denn Ma Feng hat... Nie scheint das Begehrte besitzenswerter als im Augenblick des Verlustes. Seit vielen Wochen brannte der Wunsch nach einem Kampfhahn als verborgenes Feuer in Ganasoli und loderte nun plötzlich zum Entschluss auf. Ma Feng kann einen Hahn von folgendem Nest erhalten. Hier hast du 30 Gulden. 50.
Alla, ich bin keine Schlange, die mit dem Bauch um die Ohren gewickelt schläft. 30 haben wir festgesetzt. Auch Mafeng wird... 30, wenn ich schon einmal so schwach gewesen bin, warf der andere ein und reichte ihm das Tier. Ganasoli legte fürsorglich den Arm um den teuer erworbenen Schatz. Salamte tief und bemerkte schon im Weggehen zögernd. Wenn meine Frau, sie kommt zur Zeit nach Dunjungan, fragen sollte, wie viel ich bezahlt habe, so sag 5 Gulden, ja? Frauen haben kein Verständnis für gewisse Sachen. Frauen sind sehr nützlich und angenehm, an ihrem Platze, aber ein Hahn ist nervenaufpeitschender. Ganasoli nickte voll glühender Besitzerfreude. Nun würde er reich, beneidet und weit bekannt werden. Vor der Wegbiegung sah er sich noch einmal nach dem heiligen Grab der Prinzessin Jemba um. Er hatte dabei das unangenehme Empfinden, dass ihm die unsteten Lichtaugen spöttisch nachblitzten. Der Hahn auf seinen Armen krähte schrill und ärgerlich. Die junge Frau verblieb im Schatten des Wundibaums vor der offenen Badekammer und befestigte das Gürtelband um den Sarong, während sie mit tadelschwangenden Blicken Ganasolis Getue mit dem Hahn beobachtete. Das unglückliche Federvieh musste sein Morgenbad nehmen. Kleine Hausjunge warf es diesseits in den Bach und nach einigen entrüsteten Flügelschlägen entschied es sich, richtig zu schwimmen, erreichte das jenseitige Ufer und wurde von seinem Herrn mit zärtlichem Zureden zum Zurückschwimmen veranlasst. Das ging so 5 oder 6 Mal, nicht ohne Widerstand und Abenteuer. Dann kam der Hahn endlich in seinen Käfig ins Sonnenbad. Der Sarong saß. Die durchsichtige Jacke ließ das Unterleibchen sehen und verriet die feste Form der Brüste. Einige stark duftende Melati-Blüten hingen wie Milchtropfen im schwarzen Haar und die betelgeröteten Lippen hoben das zarte Braun des Gesichts, aber Ganasoli, der sich zum Frühstück auf die Matten der Vorveranda niederließ und Reiskugel auf Reiskugel mit Rotpfeffer und Fisch vermengt in den Mund schob, hatte einzig Augen für das sich schüttelnde Federvieh, von dem das Wasser in glitzernden Punkten sprühte. Ein Prachthahn, murmelte er und griff nach einer Handvoll gebackener Garnelen. Unausstehliches Biest, dachte Andala, die sich fast noch in den Flitterwochen von einem Hahn verdrängt fand. Schade, dass ich gezwungen war, ihm den Kamm zu schneiden. Aber er war zu groß, hätte seinem Angreifer einen Vorteil geboten. Was Andala über den Kamm dachte, verschwieg sie wohlweislich. Finstere Rachegedanken schwirrten wie Raben durch ihren Sinn. Der Morgen wurde zum Vormittag. Im Schatten der Bambushecke graste der Büffel. Von den näheren Reisfeldern ertönte weich, Abstand geschwächt, das Rufen der Arbeitenden, das leichte Plätschern vieler Füße in schlammnasser Erde. Gehst du nicht auch zum Reisfeld? Wenn ich mit dem Reiben fertig bin, erklärte Ganasoli vertieft, als handle es sich um Unversäumbares, indem er aus Reis und gehacktem Fleisch kleine Kügelchen drehte, sie in Brotkrummen wickelte und dem Hahn in den Hals steckte. Das weitete den Schlund, verlieh der Stimme Kraft, machte ausdauernd im Gefecht. Dazwischen benetzte er das Gefieder mit kaltem Tee und massierte eifrig Beine, Hals, Brust und Flügel. Wie lange musst du so streichen? Noch ein Weilchen. Und das erinnert mich, von Zeit zu Zeit muss der Hahn rohe Eier und etwas geschabte Muskatnuss erhalten. Wir haben keine Eier im Hause. Ja, die alte Adira hat immer Eier. Wenn du zu ihr gingest, zum Austausch könntest du 1 Dutzend Mangos mitnehmen. Die sind ja gerade reif. Andala antwortete nicht. Die eigenen schönen Früchte wegschenken, um Eier für das Ding zu bekommen. Stumm entfernte sie sich. Der Hahn kreischte angstvoll auf, wie von einer bösen Ahnung ergriffen,
das trotz seines ruhmreichen Stammbaumes und seiner Geburtsnähe vom heiligen Grab der Prinzessin Djemper seine Lebenstage gezählt waren. Calasole betrachtete seinen Hahn mit einem Gemisch von Stolz und Zweifel. Er hatte das Morale seines Zöglings zu heben versucht, indem er ihn alten, kampfunfähigen und kampfungeübten Hähnen gegenübergestellt hatte, und an Selbstbewusstsein fehlte es dem Schatz aus der Tanchungan nicht. Aber ein Probekampf musste unternommen werden, um seine Schwächen und Stärken zu erfahren. Und da, hinter der Bambushecke, zeigte sich schon Dalio mit seinem Preisvieh, um die Nagabarke Chage die Fechtprobe auszuführen. Hungol, Hungol, er bleibt oben! Jubelte der stolze Besitzer nach dem ersten Loslassen. Er behauptete sich, kein Wunder. Ein mächtiger Zauber brütete auf den Eiern, so nah an einem heiligen Grabe. Fürwahr, Glück klebte an dem Hahne wie Schlamm an einem Büffel. Allerdings nicht gerade eine Anschauung, die seine Gattin teilte. Du kannst ihn beim nächsten Passar malem fechten lassen, erklärte Dalio nicht ohne Neid. Er ist reif. So kam es, dass Canasoli Asket wurde, seine Frau vermied und seinen Reis dreimal täglich ohne Pfeffer oder Zutaten aß, dass er auf das Bettelkauen verzichtete und die letzte Nacht vor dem großen Passar malem nicht im Schlafgemach zubrachte, sondern seine Schlafmatte draußen unter dem Käfig seines Lieblingsvogels entrollte und auf den letzten Morgentraum wartete. Den zukunftsnahen Nachoch Chango, in dem ihm enthüllt werden sollte, wie sich sein Hahn verhalten werde. Es war kühl auf dem einsamen Hofe, die Bäume warfen so seltsame, tierartige Schatten. Der Wind knisterte so eigen im Bambus, wie ein beständiges Schleichen klang es von der Straße her. Und Canasoli, dessen Haar sich mehr als einmal sträubte, fürchtete schon aus Schlafmangel um die ersehnte und erfasste Kenntnis zu kommen, als ihm endlich, kurz vor Tagesanbruch, doch die Augen zusanken. Andala, die auch erst gegen Morgen eingeschlafen war und deren Augen von vergossenen Tränen sprachen, fragte im Halbdunkel des Gemachs, in das sich ihr Gatte fröstelnd geflüchtet hatte. Nun, was hast du im Nachoch Chago gesehen? Die Bedeutung will mir nicht klar werden. Erst besiegte er seinen Gegner und ich hielt ihn stolz und warm in den Armen und da merkte ich, wie das Blut an mir niederfloss und der Hahn verging. Andala äußerte nichts, nur um die Mundwinkel zuckte es ein wenig. Der Passar malem, der Festjahrmarkt, war in vollem Schwung. Auf einem freien Platze ließ ein Zauberkünstler einen Mann in einem Korb verschwinden, über den ein rotes Tuch geworfen und in den er mit viel Geschrei und starkem Getrappel sprang, um die Zuschauer zu überzeugen, dass der Verzauberte unsichtbar in die Luft gefahren und der Korb wieder leer war. Unweit davon spielte ein Schlangenbändiger auf seinem grünen, winselnden Dudelsack, während eine Brillenschlange sich sachte dazu wiegte. In einer Bude sah man Affen Kunststücke ausführen und aus dem hell erleuchteten Theater erklang die seltsame Musik der Gamelan. Bayanchar-Puppen tanzten in fantastischen Schattenbildern. Kinder rasten mit übervollen Händen vorbei, Fruchthändler boten die weichen braunen Tropenbirnen, Mangos, schnitten stark riechende Durians, Erdnüsse und Bananen feil, die sie in großen Körben an Schulterstangen durch die sich staunende Menge zu schleppen versuchten. Kuchenhändlerinnen mit gelbfarbigem Backwerk auf breiten, umgestülpten Körben kauerten in geschützten Ecken. Erfrischungsbuden lockten, Schaukeln flogen, Singen, Lachen, Musik erklang von überall, nur zwei Gestalten glitten fast unsehend durch all das lichtwarme Treiben.
Andala, die mit wachsendem Herzklopfen einen überkühnen, aber fast festgefassten Entschluss durchdachte. Und Ganasoli, der seinen Preishahn unter den Arm weder Augen noch Gedanken für anderes hatte. Der Hahnenkampfplatz war schon gewählt. Die verschiedenen Besitzer kauerten erwartungsvoll in den vier Ecken. Und der Schiedsrichter machte langsam die Runde und bestimmte Streiter und Gegenstreiter mit Kennerblick. Den Atem anhaltend harrte Ganasoli. Die Menge bildete einen immer dichteren, undurchdringlicheren Kreis. Vermutungen wurden laut, Urteile schwirrten wie Pfeile. Dalio leckte mit der Zunge schnell noch das linke Bein seines Vogels rein, das irgendwo irgendwie einen braunen Fleck erwischt hatte. Jati Bembong riss dem Seinen vorsichtig einige verunschönende Federchen aus. Das Fieber der Erwartung kochte in allen Herzen. Ganasolis Preishahn erhielt Dulu Padongs großen, dunklen Braunen zum Gegner. Die Tiere mit beiden Händen festhaltend, doch sie aufmunternd, vor- und rückwärts schwingend, kauerten die beiden Besitzer da. Los! Beide schleuderten sie, die aufgeregten Hähne, einander zu und sofort begann das Wetten. Wild, leidenschaftlich, unbeherrscht. Der sonst so ruhige Javana ging ganz aus den Angeln, schrie, stampfte, lachte und vor allem wettete. Hugol, Hugol! Ganasolis Herz schlug bis oben im Halse. Vergessen, als ob sie nie geboren war, seine Frau. Er fragte sich nicht, wo sie geblieben, ob andere den Zauber ihrer hübschen Formen besser würdigten, ob sie sich zurückgedrängt und verlassen fühlend anerkennendere Begleiter suchte. Er hatte nur Augen für seinen Hahn. Er bewährte sich, die Wetten wurden gewagter. Nach 10 Minuten trennte man die Hähne. Zärtlich. Allerlei unverständliche Worte murmelnd wusch Ganasoli die erhitzten Beine seines Lieblings, kühlte Hals und Kopf, stellte ihn mit den ermüdeten Füßen ins kalte Wasser. Hierauf begann das Gefecht von neuem, diesmal mit wechselndem Glück. Die Wetten für und wider rasten in tollen Ziffern auf und ab. Als Feuerstrom fühlte Ganasoli das Blut in den Adern und das Hämmern in den Schläfen wurde zu unerträglicher Pein, die plötzlich verging, als er seinen Hahn oben aufsah und das jauchzende Hungol, Hungol seiner Partei vernahm. Noch einmal trennte man die Tiere. Ganasoli frohlockte. Sein Hahn hatte gewonnen. Der Braune war wie ein welkes Blatt zur Erde gesunken und die Taschen waren voller Geld. Lange standen die Besitzer alle im Halbkreis und zeigten sich gegenseitig die Glanzpunkte ihrer Hähne, besprachen Stammbaum, Herkunft, Art der Fütterung, erzählten von früheren Kämpfen, erlebten wieder längst Erlebtes. Ganz allmählich verloren sie sich einzeln im Gedränge. Vielleicht war es die Übermüdung des Vorabends, die Ganasoli mit Dankbarkeit wahrnehmen ließ, dass Andala das Frühstück dicht an seine Schlafmatte geschoben hatte und dass es ungewöhnlich gut war. Sogar Hühnerfleisch, klein geschnitten und in vielen Gewürzen schmackhaft gesotten, war dabei und der gepfefferte Reis war lecker. Nun, nachdem sie einen so guten Preishahn hatten, konnten sie es sich leisten. Dennoch fiel es ihm plötzlich schwer aufs Herz, dass er sein junges Weib so lange vernachlässigt hatte. Andala. Nur der Wasserbüffel brummte ungeduldig zur Antwort. Auch die Sava hatte er vernachlässigt. Das musste anders werden. Sofort würde er den Karabau. Aber zuerst musste der Hahn sein Bad haben. Das musste sein. Mit leichtem Seufzer, er war noch recht müde, erhob er sich und trat ins Freie. Drüben im hellen Sonnenlicht hing der Käfig. Er war leer, nicht möglich. Sollte er gestern Abend erschöpft und ein wenig unklar im Kopf den Hahn in die alte Kiste der Vorveranda gesperrt haben? Nein. Stille. Er trat dicht an den Käfig und entdeckte ein Stück Papier. Vor seinen Augen tanzten rote Räder. Sollte jemand es gewagt haben, den Hahn vom heiligen Grab zu stehlen? Mein Gatte. Den Hahn hast du heute zum Frühstück gegessen. Auf diese Weise hast du noch eine letzte Freude an ihm gehabt.
Ich bin zu meiner Mutter zurückgegangen, denn ich habe einen Mann und keinen Preishahn geheiratet. Du kannst zwischen uns wählen. Andala. Ganasoli blieb mit dem Zettel in den Händen, wie versteinert vor dem verlassenen Käfig. Er hatte Hahn und Frau verloren. Der junge Gatte saß auf der blau-weißen Matte im Hause seiner Schwiegermutter und drehte einen Kries zwischen den Fingern. Genug, dass eine Frau es wagte, so ohne weiteres davonzulaufen. Aber einen Hahn zu töten, der aus der Nähe des heiligen Grabes stammte. Wild wie Gebirgswasser, das über Geröll hin tost, klangen die Worte, doch im Gesicht der behäbigen alten Frau zuckte nicht ein Muskel. Sie kannte ihre Macht und erklärte: Zwei Cimak sind zu viel in einem Haus. Der eine Zauber bricht den anderen und daraus erwächst weder Reichtum noch Glück. Frau und Savar um eines dummen Hahnes willen zu vernachlässigen. Der Hahn hat aber viel Geld gewonnen. Und viel Geld gekostet. Ich kenne den alten Betrüger aus Tanjuan. Wenn du künftig ihn wetten willst, so kann ich dir bessere und sicherere Dinge nennen. Zum Beispiel? Ob dein erstgeborener Sohn oder Tochter sein wird. Das hat Zeit, bis etwas im Werden ist. Wer wettet auf die Wolken von morgen? Ein kleiner Kanalratte! Wenn du nicht nur den Hahn betrachtet hättest, so würdest du längst... Mütterchen, wäre es denn möglich? Wie? Möglich? Ich meine, so schnell. Meine Tochter teilt dein Schlafgemach seit 5 Monaten, Traumdenkender. Die Zeit vergeht. Hat die Ärztin schon nachgesehen, ob das Kind an der rechten oder der linken Bauchseite liegt? Es ist noch zu früh, um sicher zu sprechen, aber wir glauben, das Kind liegt rechts. Also wahrscheinlich ein Sohn. Wir wollen es hoffen. Willkommen sei, was die Götter bescheren. Wenn du nun aber meine Tochter zurückhaben willst. Natürlich, Mütterchen. Ganz und gar nicht abgemacht. Aber wenn sie kommt, so wird dein Sohn oder deine Tochter dein Hahn sein. Ein anderer darf nicht ins Haus. Ich nahm ja nur diesen nur, weil er aus der Nähe eines heiligen Grabes... Das Biest ist tot. Genug davon. Ich nehme an, dass dir zur Erfahrung ein Preishahn genügt hat. Ganasoli seufzte tief auf und nickte dann stumm. Wenige Männer im Osten oder im Westen sind tapfer genug, ihre Schwiegermutter zu widersprechen.